So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pikmin. Wir haben den Tag 3 erreicht und werden uns nochmal in den Wald der Hoffnung begeben, damit wir dort noch ein paar weitere Maschinenbauteile, Raumschiffteile, was auch immer finden. Im letzten Part haben wir die gelben Pikmin das erste Mal gesehen. Das sind ja die mit den großen Ohren, glaube ich. Mit den lustigen großen Ohren, die ein bisschen leichter sind als die roten Pikmin. Ich glaube, ich habe letztes Mal auch erzählt, dass die roten Pikmin keine besondere Fähigkeit haben. Das stimmt so nicht. Also ich dachte, dass das in diesem Teil so wäre, ist aber nicht so. Jetzt holen wir die erstmal raus. Weil sie sind feuerresistent und um einiges stärker als die gelben zum Beispiel. Ich werde jetzt mal so 40 rausholen von den roten und den Rest mit gelben füllen. Die ich dann auch ein bisschen vermehren will. Weil davon haben wir ja noch nicht so viele. Wie man sieht, die Pflanzen wachsen jetzt nicht unglaublich schnell nach, aber schnell genug. So, da noch. Oh, das wollte ich gar nicht. Ihr Idioten. Beziehungsweise ich Idiot. Hoppassa. Ja, ich und meine Steuerung. Wir sind echt keine Freunde irgendwie. So, dann haben wir hier noch einen. Dann müssen wir jetzt ein paar zum Steinchen tragen kriegen. Muss aufpassen, dass ich die nicht gleich irgendwo gegenwerfe. Oh, warum? Hä, wieso ist der im Boden? Und zwar hier hinten. Wie bescheuert ist das denn bitte? Es gibt zwar Viecher, die tatsächlich in den Boden hauen können, aber ich dachte nicht, dass die hier sind. So. Wo sind sie da? Machen wir nämlich erstmal hier den Gang frei. Ich weiß zwar nicht, ob das so klug ist, diesen hier erst zu machen. Ist mir jetzt aber gerade erstmal Wumpe. So. Da noch. Genug für die Steine habe ich hoffentlich noch. Ich hoffe dir, dass die Mauern nicht wieder sich einfach aufbauen, weil sie Bock drauf haben. Das finde ich nicht so cool. Ich wollte gerade sagen. Irgendwie war die Sicht gerade komisch, oder? Ich habe einfach blöd geworfen. Keine Ahnung. Da sind auch noch welche. Die Mauer ist weg. Die habe ich letztes Mal schon gemacht. So, den lasse ich auch nochmal dahin werfen. Oh, irgendwie hat der das nicht aufgehoben. Das ist nicht so gut. Ich will ja ein paar vermehren. Oh, Pikmin, bitte nicht da drin bleiben. Willst du mich verarschen? Der wollte mich wirklich verarschen. Geht doch. So. Oh, das sind aber ganz schön viele. Ich habe gesehen, dass die das auch auf die drauf werfen. Ich weiß noch nicht, ob ich mir das trauen sollte. Na komm. Wow. Okay, ich habe den einen verloren, aber der hat auch krass. Achso, ja, da wie viel brauche ich da? Ja, 10 habe ich nicht mehr, dann kann ich auch ein paar rote da hinwerfen. Beziehungsweise sollte ich da fast nur rote hinwerfen. So. Ich werde jetzt mal ganz kurz abwählen. Dann kann ich nämlich nur die roten Krallen und den kleinen eben fertig machen, wenn das geht. Hoffentlich meckert er jetzt nicht, dass die Mutter aufwacht. Das wäre jetzt nicht so cool. Ach, die sind auch alle mit dran. Ich dachte gerade. Noch ein. Oh, es ist schon. Vormittag ist schon vorbei. Ich dachte gerade, wir wollen die lang, aber. Schon richtig. So, jetzt werfen wir den noch ab. Ist schon krass, wie viel Schaden das macht. Wirf ihn ab! Yay! Das ist mega genial. Ich habe keine in der Hand, deswegen. Ich zähle irgendwie nicht mit. Zwei noch, so. Gut. Dann trag den mal nach Hause. Oh, hoffentlich habe ich jetzt noch genug. Ja, habe ich noch. Oh, ist auch die falsche Seite. Ich kann den so nicht schieben, ne?
Das ist natürlich uncool. Das heißt, hier ist Dead End. Das heißt, ich habe jetzt nur ein paar neue Pikmin hier gewonnen. Sonst nichts. Ist jetzt nicht besonders schlimm, aber hätte besser laufen können. Ich habe jetzt noch einen mit Steinchen. Das werden wir jetzt eben ändern. Dann muss ich auch gleich mal zurück. Ah, das ist sogar zwei. Oh ja, ich sollte mal zurück. Da sind mir ein paar zu viele, die ich nur mit so einer kleinen Masse an Pikmin nicht hinkriege, glaube ich. So, ja, da sind auch schon eine ganze Menge an. Den kann ich doch irgendwie abwerfen, oder? Irgendwie kann man den abwerfen, wenn man das hinkriegt. Geht doch. So. Yay! War es jetzt nur einer? Naja, egal. Die Gelben haben leider noch kein Glück gehabt, was das angeht. So. Dann werde ich jetzt mal ein paar pflücken. Geht der eigentlich auch rüber zu den anderen? Also, wenn ich jetzt hier pflücke? Das weiß ich gerade wirklich nicht so genau. So. Geht er tatsächlich? Na, 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 na. Ja, Pikmin pflücken dauert immer ein bisschen, aber gehört halt auch dazu, ne? Ist wie Rasenmähen oder andere Gartenarbeit. Man macht sie nicht gerne, aber irgendwie gehört es dazu. Also, ich mache sie nicht gerne. Es gibt sicher Leute, die sie gerne machen, aber ich gehöre nicht dazu. Bin nicht so der Gartenfreund. So ein Gartenarbeitsfreund, sagen wir es so. So, genau, pflück das mal. Haben wir hier auch noch was? Ich glaube schon, ne? Da hinten, genau. Genau, so. So, kleine Pikmin werden jetzt ein bisschen größer. Kriegen Blumies. So. Da, 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 da. Ach, hier ist auch noch ein Stein. Den kann ich auch mal eben kaputt machen. Möglichst keine Pigment dabei verlieren. Weil ich möchte mindestens ein Teil an diesem Tag noch finden. Ist ja ein bisschen uncool, wenn ich das nicht schaffen würde. Deswegen gehe ich jetzt mal hier lang, weil ich hoffe, dass das hier... ja. Wie mache ich das jetzt? Am besten wie letztes Mal. Ach, verdammt, jetzt habe ich wieder einen von denen. Na egal, komm, egal, hier, druff mit euch. So. Den möchte ich jetzt... Nein, nicht du! Wirf das nicht, danke. Ich wollte einen gelben drauf machen und nicht so einen mit einem Steinchen. Die Steinchen brauche ich jetzt gleich für den da. So. Nicht fressen. Mal mit zwei verloren. Anscheinend. Naja. Dafür kriege ich jetzt ein paar mehr wieder. Aber anscheinend kriegt man, wenn das die gleiche Farbe hat, bei den Chips, die hier, kriegt man nicht so viel, wie ich gesagt hatte, wieder. Ach, zum Kaputthauen. Ich hatte ja, glaube ich, gesagt, dass man das Doppelte kriegt, wenn das die gleiche Farbe hat. Aber anscheinend kriegt man nur einen mehr. Und dadurch, dass es halt, wenn da eine 1 draufsteht, 2 sind, habe ich gedacht, dass das Doppelte wäre. Aber ist es leider nicht. So, dann können die da mal da rumhauen. Ich glaube, das wird aber schlecht mit diesem Tag. Noch einen schönen hier, wie heißt es, zu kriegen. So ein Teil für mein Raumschiff. Ich glaube, das wird nichts... Jetzt trage ich einen roten hin, das heißt, ich kriege wirklich nur einen, egal. Ich bemühe mich jetzt noch einen zu kriegen, aber da war jetzt ja gerade einer, der hier so ein großer und ich habe keine Steine mehr. Und ich glaube, ich kriege jetzt auch so schnell keine. Das dauert. Kann ich auch noch dran schicken. Ja. Renne ich nochmal zurück und hole nochmal ein paar. Ja, das wird nicht so ein erfolgreicher Part, glaube ich mal. Schade. Oh. Aber nicht zu ändern, glaube ich.
Sind hier noch irgendwo Steine? Weil dann habe ich drei. Das wäre cool. Ich würde mal rechts lang gehen und mal kurz erkunden, was ich da freigelegt habe. Obwohl, da waren auch welche, ne? Ah, das ist ein Teil. Da muss ich hin. Leute. Ich brauche euch, Pikmin. Ah, das ist natürlich jetzt schlecht gelaufen. Die Zeit ist fast vorbei. Ah, das dürfte ich aber noch gerade schaffen, oder? Obwohl, oh, die müssen das ja auch noch hintragen, ne? So ein Müll. Jetzt kommt schon. Ich will die nicht verlieren. Verdammt, hätte ich die mal mitgenommen. Naja, aber dann habe ich am nächsten Tag, habe ich dann zumindest schon mal einen Weg frei. Ich glaube zwar nicht, dass der unendlich frei bleibt, aber... So, kommt der jetzt? Irgendwie fehlen mir 7. Aber ich glaube, hier kann man es auf der Karte noch nicht nachgucken, wo die sind. Das ist ein bisschen blöd. So, Leute, ich muss mal ganz kurz euch abwählen und dann nur die nehmen, die schnell laufen, weil das andere dauert mir jetzt zu lange. Habe ich da noch ein paar andere, die schnell laufen können? Da. Ja gut, da sind ein paar langsame dabei, aber das ist mir jetzt gerade ein bisschen Wumpe. Es sind noch nicht so viele, die so langsam sind. Ich muss ja nur da die hochwerfen und dann hoffentlich kriegen die das noch hin. Und wenn nicht, hoffentlich bleibt das Teil da liegen, wo ich es dann ablege. Das ist dieses Radar, oder? Was er meinte. Jetzt kommt schon. Hinne hier. Oh, oh, die Dinger sind fies. Die sind richtig fies. Die sind nicht stark, aber die sind echt gemein, weil die einfach auftauchen, wenn sie das möchten. Oh, es sind ein paar. Oh, oh. Da fehlen noch ein paar Teile. Oh Gott, das sind 23 Pikmin. Was zur Hölle? Na kommt schon. Leute. Ja, ganz viele Pikmin verloren. Großartig. Oh, und hier sind noch mehr von diesen Scheißviechern. Kann ich nochmal hauen? Verdammt. Mein Sonder. Sorry, ich bin gerade ein bisschen... Boah. Mein Sonderbarradar. Jetzt bin ich in der Lage, alle verlorenen Schiffsteile, die sich in der Nähe dieses Radars befinden, mit Plus zu orten. Das macht doch Hoffnung. Ja, aber meine Pikmin sterben. Ist nicht gut. Los, haut sie. Na. Gut, hier ist noch so ein Stein und dahinter ist noch ein Teil. Ja, das kriegst du nicht auf. Pikmin, komm her. Aber hier ist auch noch so ein... Ach nein, oder? Oh, nee. Bin ich jetzt gerade einen Umweg gelaufen oder? Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, das wäre jetzt... Doch, bin ich. Ich, Horst. Egal. Wenigstens habe ich es geschafft. Ja. Oh Mann. Sonderbar Radar. Dieses wichtige Teil spürt die anderen verloren gegangenen Teile auf. Der Radar wird mit einem Monitor verbunden, den ich mit Plus anschauen kann. Drücke ich das Steuerkreuz nach oben oder unten, kann ich die Radaransicht vergrößern oder verkleinern. Das wird sicherlich äußerst hilfreich bei der weiteren Suche sein. Ich habe 3 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich nur noch 2 finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Yay! Und jetzt kommt her, Pikmin. Die im Boden werde ich jetzt mal im Boden lassen. Ich werde ja sowieso das nächste Mal nochmal hier hinkommen, bestimmt. Deswegen ist das auch gerade nur halb so wild. Und ich kann jetzt die Abkürzung nehmen. Und versuchen, erstmal das hier alles abzutransportieren. Und die hier noch zu töten. Die sind echt nervig. Ja, ihr sollt da nicht ran. Das nützt euch nichts. So. Oh, da ist noch einer. Ah, ich will meine Pikmin nicht verlieren. Aber ich werde trotzdem die noch was transportieren lassen. So, hoffentlich kriegen die das noch auf die Reihe. So. Dann werde ich die mal noch ein bisschen... So, ich hoffe, dass ich keine jetzt vergessen habe. Irgendwo, da ist noch einer. Komm her. Ah, dann werden wir das nächste Mal da noch lang gehen wahrscheinlich. Ja, nehmt das mal mit. Beeilt euch. 9. 8. Ja, hopp, die hopp. Ich habe bestimmt irgendwo welche an der Ecke vergessen. Ich kenne das schon. So, Leute.
87. Oh je, ja, da habe ich definitiv welche verpeilt. Na, hoffentlich. Na, egal. Lohnt sich nicht mehr loszugehen. Oh nein, sie sind verloren. Boah, was für eine Armee von Blumen. Krass. Aber gut. Na, ist ja wenigstens der Tag nicht ganz unerfolgreich gelaufen. Aber ich war ein bisschen unorganisiert, habe ich das Gefühl gehabt. Naja, passiert, passiert. Wenigstens habe ich jetzt dieses zum Aufspüren weiterer Teile. Zwei Stück. Oder ist das nur... Oh Mann, die werden gefressen. Oder das jetzt nur so eine Anzeige? Mal werde ich ja gleich sehen. 3 Tage seit Absturz. Heute konnte ich die gelben Pikmin meiner Liste der Entdeckung hinzufügen. Diese Geschöpfe tragen Steinbomben. Vielleicht kann ich mit ihrer Hilfe Mauern einreißen und neue Durchgänge freilegen. Rote und gelbe Pikmin, genau wie die Steinbombenträger, teilen sich in Gruppen auf, wenn ich B drücke oder ein Pikmin durch längeres Drücken von A festhalte. Mhm. Gekeimt 106, gesamt 230. Oh, das ist super. Kampf verloren 7, das geht noch. Zurückgelassen 8, oh, das ist nicht so gut. Schade, schade, schade. Naja, egal. Gut, dann werde ich jetzt was speichern. Und damit ist ja auch der Tag dann beendet. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dürft ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, dann halt einen Daumen runter. Ein Kommentar würde ich auch mal gerne lesen. Ich habe nämlich jetzt heute mal geguckt, wie viele Aufrufe und Daumen hoch und ich so auf dem ersten Part habe. Und das waren doch schon ganz schön viele. Aber kein Kommentar. Also, besonders, weil ich auch noch die Frage gestellt habe und die, wie ich jetzt wiederholen werde. Wenn ihr das Spiel gespielt habt, also den ersten, zweiten oder dritten Teil, mit welcher Steuerung? Also habt ihr den ersten, zweiten für die GameCube gespielt? Dann ist es logisch, dann habt ihr die GameCube-Steuerung benutzt. Genauso wie wenn ihr die Wii-Teile gespielt habt, dann habt ihr halt die, so wie ich jetzt Nunchuck und, hier Wii-Mode benutzt. Aber wenn ihr den dritten Teil gespielt habt, da hat man ja die Möglichkeit, ob man den Wii Pro-Controller, den, normalen Controller mit dem Touchpad oder, so wie ich jetzt halt, wie mit wieder mit Wii-Mode und Nunchuck Steuerung, keine Ahnung. Ich habe den Satz irgendwie angefangen und ich weiß nicht mehr, wie die ist, auch egal. Ich hoffe dann, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn es dann wieder heißt, Let's Play Pikmin. Bis dahin, bye bye.